Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und herzlich willkommen zurück. Jo, beim letzten Mal ist Kamek irgendwie abhanden gekommen. Ah, das ist auf jeden Fall von den Koopas. Das Quartier. Ja, und jetzt suchen wir Kameks Kammer. Ich muss mal kurz einen Koopa verkloppen, bis gleich. So Leute, hab's geschafft. Her damit. Oh nee. Schlimme Erinnerungen kommen hoch. So Leute, nächstes Kampf mitgemacht. Das hier. Das muss Kameks gemacht sein. So, auf. Aber wo ist Kamek? Uhu. Oh je, Mario, da ist doch irgendwer. Das klingt wie ein Gespenst. Das ist doch sicher ein Gespenst. Und das noch nicht mal zur Geisterstunde. Nein, nein, das ist zu viel für mich. Ich bleib hier und warte, bis der Spuk zu Ende ist. Ja, bitte hol du den Schlüssel. Ach, Luigi. Hurra! Das ist richtig großartig. Da möchte ich gleich Pizza machen. Oder Pasta. Oder beides. Nanu, Mario, du kommst gerade richtig. Ich habe einen Glitzerpilz entdeckt. Warum weißt du, was ich noch gefunden habe? Den Pilzpalastschlüssel. Nein, bestimmt nicht. Bowsers festen Schlüssel. Ach, Luigi. Ja, ich weiß. Komisch, dass er in Bowsers Festung war. Aber Unverhof kommt oft, oder? Bitte wieder der falsche Soanyama. Tut mir leid, Bruder Herz. Irgendwann findest du den richtigen. Aber fast lag ich richtig, nur haarscharf im Schloss geirrt. Der Rest stimmte. Ach, nur ein kleiner Rückschlag. Ich finde ihn schon. Den richtigen Schlüssel. Das wäre doch gelacht. Dass es geschafft hat, Luigi dem der armen Olivia so viel Angst zu machen. Ui, da bist du ja. Weißt du was? Gerade ist Luigi herausgerannt. In einem Tempo, als hätte er einen Gespenst gesehen. Ach so, der Schlüssel hast du ihn? Und nur ganz nebenbei, wie war denn Kameks Kammer so? Ja, ging so. Oh, das ist ihm im Pol passiert. Okay. Das Versteck des Hammerbruders. Als ob du nicht lebendig bist. Die Geschichte kannst du jemand anderem erzählen. Komm, hier versteckt sich doch. Und dann muss ich doch da hoch. Irgendwie habe ich mich doch gerade da hochgeglitscht. Da. Glitzerwurfhammer. Ich muss mir das Ding aufsparen. Okay, damit habe ich alle Löcher gefixt. Bin heute ein bisschen heiser. Du hast aber ein eigenartiges Zimmer. Hi. Und Welt geschafft. Hallo, wo bleibt mein Preis? Es ist auf jeden Fall an der Zeit, unsere Freunde zu retten, die wahrscheinlich im linken Gang sind. Aber das war auch ein bisschen gruselig mit der Hand.
Ja, Mario guckt auch, nur wo sind die denn? Seid ihr denn? Das hatte Kamek auf jeden Fall gemeint. Was seid ihr? Nee, bin zu doof. Kennen wir doch. Ich habe keine Ahnung, was die sein sollen. Superschnittscherge. Nutze ich doch die sagenhaften Stiefel. Die sind aber komplett neu. Also die sind echt gut getarnt. Die hätte ich im Leben nicht von allein gesehen. Hier sind bestimmt noch mehr von denen. Ja, da kann ich doch bestimmt austricksen. Da sind noch ein paar. Oh, hier haben sie sich offenbar auch schon alle gekrallt. Selbst den guten Bowser Jr. haben die sich gekrallt. Wollen wir erstmal links gucken, was da ist? Jetzt hält uns ja keiner auf, dahin zu gehen. Irgendeine Art von Rätsel. Okay. Das soll auf jeden Fall da hinten hinleuchten. Nee, warte, der soll bestimmt von der Seite beleuchtet werden. So. Der muss von der Seite da hinten beleuchtet werden. Der muss nach links gucken. Und der in die Richtung. Und sobald die Schnur weg ist, dann würde sich da was öffnen. Bleibt das so, wenn ich jetzt einfach rausgehe und wieder rein? Oder müsste ich das nochmal neu machen? Die bleiben offenbar so angeordnet. Okay, das Rätsel ist auf jeden Fall gelöst. Könnt's abholen, sobald wir die Schnur hier geschafft haben. Diese komischen Dinger. Das sollen, glaube ich, so Papierschnur-Musterdinger sein. Okay, habt die verstanden. Die kann man ineinander packen. Wie hießen die Kleinen jetzt? Können wir ja gleich prüfen.
Kann ich die eigentlich auch... Nee, das ist mir jetzt gerade wieder zu kompliziert. Ja, das wäre mir viel zu kompliziert gewesen. So, und jetzt muss ich den noch irgendwie in die Richtung kriegen. So, wie heißen die Dinger? Schnittscherge. Die haben aber auch wirklich die perfekten Tarnfarben. So, jetzt müssen wir Bowser Jr. retten. Und die anderen. So, haben natürlich Bowser Schlüssel. Ich hoffe, zumindest Luigi hat es rausgeschafft. Oh nein, die wurden alle zersäbelt. Da ist auch Kamek. Was ist das für ein Ding? Ah, zumindest Olivia ist noch nicht zersäbelt. Mario, Hilfe Mario, ich wurde entführt von einem finsteren Schlängeligen. Ich weiß auch nie, was es ist, aber es hat eine total griffelige Greifhand und es ist total unheimlich. Siehst du? Ich habe ja solche Angst, Mario, Hilfe! Ja, ich denke mal, das kann ich nicht verwenden, wenn Olivia in dem drin steckt. So, einfach 100 ausgeben, damit ich mir den Weg nicht merken muss. Ich muss ihn bestimmt erstmal irgendwie mit... Entweder mit dem Hammer oder ich muss ihn mit der anderen Waffe treffen. Okay, nehmen. Ich weiß nicht, ob ich so treffe. Hey! Was war denn das für eine billige Aktion? Erstmal die Faulheit wieder frühen. Damit ich mir den Weg halt nicht merken muss. Okay. Ich pack mir sicherheitshalber noch ein zweites dahin. So, ich hoffe, der schlägt das jetzt nicht wieder weg. Ich habe eine Sache verpennt. Ich hätte das da unten noch einschieben müssen. Ups. Nun ja, das kann ja natürlich mal passieren. So, ich habe zwei Teile da stehen. Ich habe extra zwei dahin gepackt. So, jetzt will ich einfach nur Olivia da rausholen. Sagenhafte Eisenstiefel. Okay, spring. Dumme Idee.
Nicht sprengen. Alles klar. Okay. Wartet. Ich habe den Plan. So. Man muss damit rechnen, dass er eins davon immer wegkriegt. So, dann versuchen wir es jetzt mal mit einem sagenhaften Hammer. Exzellent! Pam! Ah, der Würgegriff lockert sich. Ich sehe ja nicht, was du da machst, aber hör nicht auf damit. Wie könnte ich den Würgegriff schneller lösen? Mit Feuer oder Eis vielleicht? So, eins davon kickt er bestimmt wieder weg. Ein bisschen Bonus hingepackt. Warte mal. Ich nehme mal kurz den Feuerhammer. Und noch einmal den Eishammer. Und guck mal, ob es damit irgendwie besser geht. Na dann, brenn! Pam! Ja, Olivia ist frei. Wenigstens einen konnte ich retten. Echt? Ich bin wieder frei. Es war so schrecklich eng da drin und finster und der Geruch. Dank für die Rettung, Mario. So, und jetzt verpassen wir der abscheulichen Hand einen ordentlichen Denkzettel. Lauf zu einem der Fallkreise, schnell. Hä? Was ist denn jetzt los? Die Fallkreise sind ja gar keine Fallkreise mehr. Moment mal, genau betrachtet einmal die Faust. Einmal zwei gestreckte Finger. Und einmal die flache Hand. Das kenne ich doch, das ist ein ganz bekanntes Spiel. Das ist Faust, zwei Finger, flache Hand. Nein, das ist Schere, Stein, Papier. Bitte, es heißt anders. Schere, Stein, Papier. Ja, da hast du recht. Das klingt wirklich etwas kniffliger. Aber egal, wie es jetzt heißt. Klopfen wir diesen finsteren Greifer damit auf die Finger. Jetzt soll ich Schere, Stein, Papier mit der Riesenhand spielen, oder wie? Ich nehme Stein. Ist bestimmt richtig. Nur für den Fall, dass er es wegklatscht. Spieße Schere, Stein, Papier nah am Gegner sind deine Angriffe stärker, doch blocken ist knifflig. Stehst du bei den Spielen weiter weg, verursachst du weniger Schaden, aber dazu fällt das Blocken leichter. Schere, Stein, Papier! Gut, Faltarme bereit, jetzt spielen wir Schere, Stein, Papier. Drücke A beim letzten Wort von Schnick, Schnack, Schnuck, dann machen die Faltarme das Zeichen, auf dem du stehst. Fertig also los! Hat. Unentschieden zu, dumm, man braucht. Ey, dann ist das ja auch noch Glücksspiel. Och, täusche ich mich oder ist die Monsterin auf einmal größer? Oh, ich mach die Dame größer? Das ist aber nicht gut. Ich gehe jetzt mal auf Schere. Und gönn mir einfach noch ein paar Zusatzinfos.
Aber er scheint das nicht wegkicken zu wollen. Ja, wieder dieselben Informationen. So, aber Schnuck. Pleite. Autsch. Kann es sein, dass er immer das Gleiche nimmt? Ich nehme jetzt mal Papier. Und ich will so nah wie möglich dran stehen. Wartet. Ich hab den Plan, Leute. Komm, gönne ich mir noch eine Münze. So, Schere, Stein, Papier. Bist du bereit, Riesenhand? Diesmal gewinne ich. Sieg. Ja, jetzt kann ich es verprügeln. Diese Runde ging an dich, Spitze Mario. Und damit ist auch klar, wie wir das Ding, das Handwerk legen. Schere, Stein, Papier, dann Schlag auf Schlag. Der deutet das sogar, glaube ich, so teilweise an. Jetzt gerade macht er eine Schere mit der Hand. Ich nehme mal Stein. Und dann sehen wir, ob ich mit meiner These richtig liege. So. Ich lieg richtig. Friss. Feindame-Finale. Ja, der ist besiegt. Mario, das war einfach furchtbar. Quetsch mich bitte nicht durch die Wand. Ich hatte ja solche Angst. Zum Glück bist du sofort herbeigeeilt, um mich zu retten. Wie schon ganz oft zuvor. Ganz still habe ich mich verhalten, während du mit deinem Hammer zur Tat geschritten bist. Entschuldige, jetzt habe ich dich vor lauter Freude ganz ins Voll geweint. Ich hoffe nur, deine Latzhose wird rasch wieder trocken. Aber irgendwie geht's mir jetzt besser. Komisch, vielleicht musste ich mich nur mal kräftig ausheulen. Also die grüne Luftschlange suchen, nicht mehr lange, dann sind wir bereit für meinen Bruder. Tun wir es für diese Schnipsel, die einmal Bruder Schergen waren. Machen wir sie stolz. Ja. Ich würde aber sagen, hier beenden wir das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, abonniert, ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!